Wo Thilo Sarrazin auftaucht, ist für Spannung gesorgt. Was wird er wohl diesmal sagen? Welchen Klopper mag der ehemalige Finanzsenator diesmal raushauen? Heute war Sarrazin vor dem Untersuchungsausschuss zur HoVoG-Affäre geladen. Genau wie Senatorin Junge-Reyer. Im Vorfeld hatten sich die Aussagen der beiden scheinbar widersprochen. Da waren natürlich alle gespannt, ob und wenn ja, wer da wen heute ans Messer liefert. Die Bausenatorin hat gut lachen. Wer einen Showdown zwischen ihr und dem Ex-Finanzsenator erwartet hat, wird enttäuscht. Thilo Sarrazin gibt Ingeborg Junge-Reyer Rückendeckung. Er könne sich nicht mehr erinnern, ob die Vergabeverstöße bei der HoVoG je Thema gewesen seien. Ich habe mich zum Thema, was Alter Frau Junge-Reyer wissen müsste oder nicht wissen müsste, gar nicht geäußert. Das ist auch gar nicht meine Angelegenheit. Im Vorfeld hatte er noch den Eindruck erweckt, sie hätte wie er gewusst, dass die städtische Wohnungsbaugesellschaft rechtswidrig Millionen Aufträge ohne Ausschreibung vergeben hat, unter anderem an das Planungsbüro des damaligen SPD-Abgeordneten Ralf Hillenberg. Die beiden daraufhin entlassenen Geschäftsführer der HoVoG hatten im Ausschuss gesagt, sie hätten den Senatoren bei einer Sitzung im Juni 2006 Zahlen vorgelegt, aus denen klar hervorging, wie die HoVoG ihr Geschäft betrieb, nämlich ohne Ausschreibung. Es war nicht zu erkennen. Allein die Tatsache, dass ein Betrag höher ist, bedeutet ja noch nicht, dass bei der Vergabe dieser Leistung gegen Vergaberecht verstoßen worden ist. Sie habe von den Machenschaften bei der HoVoG erst 2010 aus der Presse erfahren, sagt sie im Ausschuss. Sarrazin widerspricht nicht. Das sorgt für Enttäuschung bei der Opposition. Wir haben hier mit einem Fall von sozialdemokratischer Filzokratie zu tun. Herr Sarrazin ist Mitglied dieser Partei, darf es offensichtlich auch bleiben und verhält sich entsprechend meiner Ansicht nach sozialdemokratisch solidarisch angesichts einer Wahl, die dieser Partei hier bevorsteht. Sarrazin verteidigt weiter seine Haltung, dass Planungsleistungen bei der HoVoG frei vergeben werden durften. Über eine Ausschreibungspflicht habe er damals nicht nachgedacht. Es geht ja nicht darum, einen möglichst günstigen Preis festzulegen in diesem Fall, sondern es geht hier darum, einen guten Planer zu bekommen. Das ist schon mal eine wichtige Erkenntnis, weil es einigermaßen skandalös ist, dass ein Senat rechtswidrige Vergabepraxis an Abgeordnete billigt. Aber die Bausenatorin mit anzuzählen, das ist der Opposition im Ausschuss bisher nicht schlüssig gelungen. Die SPD frohlockt. Man muss sicherlich auch jetzt die Frage stellen, was weitere Sitzungen dieses Untersuchungsausschusses bringen sollen. Denn wenn jetzt Mitarbeiter von Verwaltung das nochmal bestätigen werden, was die beiden Senatoren oder der Ex-Senator und die jetzige Senatorin aussagen, dann ist der weitere Erkenntnisgewinn, glaube ich, null. Doch die Opposition hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Der Ausschuss tagt bis zur Sommerpause.